Ja, mein Name ist Margarete Bares. Ich habe das Glück gehabt, 38 Jahre im Rundfunkchor Berlin zu singen. Und ich hatte das ganz große Glück, 1989 unter Leon Bernstein die 9. Sinfonie zu singen mit dem veränderten Text Statt Freude, Freiheit. Er ist ein Mann, der Brücken zwischen. Dann ist es, er kommt nach Berlin. Lohnstein war ein Klochard. Danach klang es ganz anders. Bernstein, wie hat er mich berührt? Wodurch hat er mich berührt? Das ist zunächst mal natürlich ein wunderbarer Augenblick, wenn du plötzlich einer solchen Koryphäe in der Musikwelt so nahe bist. Das alleine löst in dir ungeheuer viel aus. Dazu kommt, dass Bernstein eine so intensive Suggestivkraft hatte. Du hast diese wunderbaren Wörter, sei umschlungen Millionen, diese Sätze oder alle Menschen werden Brüder. Du hast das Letzte aus dir herausgeholt. Das hat er mit seinen Händen, mit seinen Augen gemacht. Und das ist ja auch das Besondere. Also wir waren alle hoch motiviert. Und das ist auch das, was dann bleibt. Und dass man Bernstein dazu genommen hat, dieses politische Ereignis, dass man ihn gewinnen konnte, ist ja ein großer Glücksfall, denn Bernstein selbst war mir bekannt als ein politisch sehr aktiver Mensch, der eingegriffen hat, der auch seine eigene Musik nicht der Musik halber geschrieben hat, sondern er wollte was vermitteln, den Menschen etwas geben. Und das ist es eigentlich, was bei mir geblieben ist, dass wir alle also zunächst auf den Bänken vorn saßen, jetzt ging es los, jetzt kam nach diesem herrlichen Elysium des dritten Satzes, diesem herrlichen, ruhigen Tempo, was er auch gefunden hat, hat mir also sehr gut gefallen. Das Geskrummel noch vorher, wo der Tenor eben dann sagt, also bitte nicht diese Töne, lasst uns andere anstimmen. Und dann fängt der Chor an, Freude schöner Götterfunken, das ist enorm gewesen. Und es war so, dass ich den Eindruck hatte, dass diese Aufforderung oder diese Botschaft, die wir versendet haben in den Saal, auch angekommen ist. Denn es war ein euphorischer Applaus. Es waren Ovationen, die nicht enden wollten. Und ich sagte Ihnen schon zu Anfang unseres Gesprächs, so oft ich die 9. gesungen habe, habe sie immer mit Herzblut und ganzer Brust gesungen, seit umschlungen Millionen, diese Botschaft an die Menschen, das ist doch großartig, das gibt's doch kaum noch in der Erhöhung, ja? Und dann dieses in diesem Kontext mit dem Jahr 1989, diesen politischen Ereignissen, und diesem Ensemble und diesem Dirigenten.